sind also nicht nur Metaphernwesen, die den Universen Neusensations-, Umformatierungs-, Transformator-, Ringkern-, Schwarzloch-Generator auf sich tragen, sondern vor allem die Eumeniden, die Weihgefäßträgerinnen sind. Das ist so eine Art Thermomix-Maschine, eben der Hexenkessel der Macbethschen Hexen, in denen nicht eine Fleischbrühe und auch kein Kesselfleisch, sondern eine Art Früchtecocktail herumgerührt wird, um wieder neue Smoothies daraus zu fabrizieren, mit anderen Geschmacksempfindungen und da der Abgrund in diesem Krater, in diesen Omphalos-Kessel, in diese Eunoche, ja, Punkt, 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 lassen wir das ob der Traumatisierung dieses ersten Todes, nämlich dass das Sexuierungsakte nicht nur der Erzeugung und Erhaltung und dem einzig einen gelten, sondern sich dann abspalten und zu selbstständigen Begehrenswiederholungen werden, um eben das Trauma einzuführen, das als Wiederholungszwang sich dann erst recht wiederholen muss, immer wieder. Das jedenfalls ist der Beginn vom Bewusstsein von Sprache anhand des afanesischen Mythems, wie bei Elaine Morgan beschrieben. Und der Ausgangs- und der Endpunkt unserer Theorie. Das Undenkbarste, das Paradoxalste, das auf keinen Fall eintreffen dürfende, das Tödliche, ist der Ausgangspunkt, dass es eben erst recht wiederholt wird und wiederholt werden muss, weil gar keine andere Möglichkeit besteht, diesem Körpersack, in dem die gleiche Soße, die gleichen Organe, der gleiche Früchtecocktail herumschwimmt, zu entkommen, indem man ein paar Exo- und Endozytose-Aus- und Einstülpungsverbindungstunnel schafft und dann die Nabelschnur, den Omphalos, wieder vernäht. In dieser Lamellen, in diesem Lamellenmythos, der unter dem Türschlitz entfleuchenden Mutterkuchensache, die sich dann nachts im Traum auf das Gesicht legt, um zärtlich das Pneuma zum Anschoppen zu bringen. Das wird ein bemerkenswerter Tag heute.